Die Koalition hat sich ja darauf geeinigt, dass Kernkraftwerke jetzt erstmal weiterlaufen dürfen als sogenannte Brückentechnologie. Nur, wo führt die Brücke hin? In diesem Fall wohl ins Nichts. Denn im Moment sieht es so aus, als würde die Brückentechnologie Atomkraft genau das verhindern, wohin sie eigentlich überbrücken soll. Zwei, die sich einig sind. Der Atomausstieg soll rückgängig gemacht werden. Das, was diese Herren 2001 beschlossen haben, soll in Zukunft nicht mehr gelten. Deutschlands Atomkraftwerke dürfen weitermachen. Dabei ist auch Schwarz-Gelb eigentlich für Ökostrom. Ich bin sehr für erneuerbare Energien, ich bin für Energieeffizienz. Wir wollen das Zeitalter der regenerativen Energien erreichen. Atomstrom und erneuerbare Energien? Landwirt Michael Altstiedl aus Schweitenkirchen in Oberbayern hat kurz nach dem Beschluss zum Atomausstieg für über 2 Millionen Euro ein Windrad gebaut. Für ihn eine Zukunftsinvestition. In Bayern, was ich weiß, gab es mindestens so 1500 gute Standorte, wo man Windkraft machen kann. Und Bayern ist eigentlich relativ noch ein Schlusslicht in der Windkraft. Da war noch schon noch ein Bedarf da, was man machen kann. Aber es wird halt einfach von der Politik ausbremst. Union und FDP auf der Ausstiegsbremse. Ihr Argument? Die Versorgungssicherheit. Wenn wir heute aus allem aussteigen, dann gehen im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus. Die Stromlücke würde das Land lahmlegen. Die vermeintliche Lösung? Längere Laufzeiten für Atomkraftwerke. Aber nur für eine Übergangszeit. Die Kernenergie eine Brückentechnologie. Die Kernenergie als Brückentechnologie. Dementsprechend brauchen wir Brückentechnologien. Noch ein bisschen Kernkraft, dann ist die Stromlücke überbrückt. Klingt nachvollziehbar. Doch ist die Versorgung wirklich gefährdet? Er muss es wissen, Professor Martin Faulstich, Energieexperte und oberster Regierungsberater in Umweltfragen. Es wird ja immer behauptet, dass wenn wir Kernkraftwerke abschalten und wenn wir keine großen neuen Kohlekraftwerke bauen, dass dann eine Stromlücke entsteht. Die entsteht natürlich nicht. Die Stromlücke nur ein Mythos? Tatsächlich sagen die Fachleute, dass der Atomausstieg machbar ist. Die Lichter gehen nicht aus. Denn spätestens 2020 wird es genug Ökostrom geben. Schon jetzt könnte Bauer Altstiedl mehr Strom produzieren, als er einspeisen darf. Aber? Das kann das Netz nicht aufnehmen. Und darum haben wir bei 80, 100 kW gebunden. Jetzt, wenn der Wind so stark geht, dann müsste die Anlage eigentlich bei 80, 100 kW abschalten, weil das Netz nicht mehr aufnehmen kann. 10 Jahre vor dem ursprünglich geplanten Ausstieg aus der Kernenergie gibt es zeitweise schon zu viel Strom im Netz. Das stellt die Schaltzentralen der Stromnetzbetreiber vor Probleme. Sie müssen immer öfter Überlastungen des Netzes verhindern. Wenn Wind und Sonne für viel Ökostrom sorgen, müssten Kohle- und Atomkraftwerke heruntergefahren werden. Aber diese sogenannten Grundlastkraftwerke sind dafür zu unflexibel. Das Netz ist verstopft. Strombörse Leipzig am 4. Oktober. Viel Strom durch Wind. Doch das Netz ist voll mit Atomstrom. Das Überangebot führt zum Preisverfall bis in den Minusbereich. Die Stromerzeuger zahlen jetzt sogar dafür, dass der Strom abgenommen wird. Bis zu 1.500 Euro pro Megawattstunde. Wenn wir langfristig ausschließlich auf erneuerbare Energien setzen wollen, dann beißt sich diese Grundlast, die durch Atom- und Kohlekraft beigestellt wird, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Und deswegen muss man so früh wie möglich aus der Grundlast heraus und um die Ziele 100% Erneuerbare bis 2050 zu erreichen. Solange die Kernkraftwerke laufen, verhindern sie mehr Ökostrom. Und Union und FDP wissen das auch. Wir haben auch vom Sachverständigenrat jetzt den Koalitionsparteien noch mal dringend empfohlen, jetzt sich mit dieser Systementscheidung zu beschäftigen und nicht erst im Jahr 2020, weil dann könnte es zu spät sein, die Systementscheidung zu revidieren. Hören Angela Merkel und Guido Westerwelle auf ihre wissenschaftlichen Berater oder auf die großen Energieversorger? Vielleicht sollte die Kanzlerin auf sich selbst hören. Schließlich ist sie Physikerin.